Es war ein verregneter Herbsttag, an dem ich die Nachricht bekam, dass mein Großvater gestorben war. Ihr müsst wissen, dass mein Großvater und ich uns nie wirklich nahe standen. Er war immer so kühl und distanziert. Immer in seine Forschungen vertieft, die keiner verstand. Jedoch heißt es nicht, dass sein Tod mich nicht traurig stimmte. Im Gegenteil, denn ich hatte nie wirklich die Chance, ihn richtig kennenzulernen. Seine Beisetzung sollte kurz darauf folgen, da es in meiner Familie üblich war, nicht viel Zeit verstreichen zu lassen, was das angeht. Mir wurde die Aufgabe zuteil, eine Trauerrede zu halten. Nun war es jedoch schwierig, eine Rede über das Leben von jemandem zu halten, den man kaum kannte. Spontan fiel mir nur ein, dass er eine Art Arzt war, jedoch wusste ich nicht einmal, was für einer. Um also mehr über ihn Erfahrung zu bringen, beschloss ich, sein Haus zu besuchen und durchzugehen, was er hinterlassen hatte. Als moralischen Beistand nahm ich Gregor mit. Er war mein bester Freund und schaffte es immer, mich aufzuheitern, auch wenn er gerne einmal Sachen auf die Spitze trieb. Zusammen mit ihm fuhr ich zum Haus meines Großvaters, das sich seit meiner Kindheit kaum verändert hatte. Es war groß, und dennoch lebte er allein dort, seit meine Großmutter von uns ging. Gregor staunte nicht schlecht, als wir ankamen, und stieß einen anerkennenden Pfiff aus, als er zudem noch das vergoldete Klingelschild mit der Gravur Professor Dr. Hartmut Gerlach entdeckte. Nobel, nobel, meinte er und konnte es kaum erwarten, dass ich den Schlüssel ins Schloss steckte, den ich kurz zuvor vom Nachlassverwalter erhalten hatte. Nur Augenblicke später standen wir in der kleinen, reichlich mit Stuck verzierten Vorhalle, von der aus jeweils links und rechts eine Treppe in die obere Etage führte. Nach und nach gingen wir sämtliche Zimmer durch, betrachteten Bilder und die stilvolle Einrichtung. Es zeigte sich schnell, dass mein Großvater eine Schwäche für Chippendale-Möbel hatte und diese auch zu pflegen wusste. Wie so einiges war mir auch das früher nie bewusst. Für mich war es einfach nur alt, wie mein Großvater selbst, der erst spät Kinder bekam und sich bereits in den späten 60ern befand, als ich, sein Enkel, zur Welt kam. Deswegen war ich noch relativ junge 26 Jahre alt, als er im Alter von 92 starb. Urkunden und andere Auszeichnungen zeigten, dass er viel für die Wissenschaft beigetragen hatte. Offenbar war er in der Forschung aktiv und behandelte keine Patienten, wie ich angenommen hatte. Es gab also einige Erfolge, auf die er zurückblicken und die ich in meiner Rede thematisieren konnte. Dass seine Bibliothek von medizinischen Büchern dominiert wurde, war also kein Wunder mehr für mich. Dass allerdings auch Bücher darunter waren, die er selbst geschrieben hatte, überraschte mich da schon eher. Vor allem, da sich darunter auch Bücher befanden, die sich mit der menschlichen Seele befassten. Dies waren jedoch alles nur Theorien. Mit der Zeit musste ich aber feststellen, dass Gregor unruhig wurde. Er mochte es herumzustöbern und hatte sich deshalb mehr erhofft, als ich ihn bat, mich zu begleiten. Bücher, insbesondere trockene Sachbücher, lagen eher weniger in seinem Interesse. Hey Nick, sagte er schließlich. Dein alter Oheim hat doch sicher einiges auf dem Dachboden gebunkert. Wollen wir nicht mal da oben herumkramen? Sicher gibt es dort einiges zu entdecken, das nicht jeder sehen sollte. Du weißt schon, Jugendsünden und sowas. Einen Augenblick lang dachte ich nach, stimmte dann aber zu. Also gut, dann lass uns nach oben gehen. Ich hoffe, dass es da oben mehr zu entdecken gibt. Es stellte sich aber alles andere als leicht heraus, dort hochzukommen. Da ein dickes Schloss vor der Tür hing und ich keinen Schlüssel dafür besaß. Stattdessen suchte ich nach einem Schraubenzieher und löste die Schrauben von dem Riegel, an dem das Schloss befestigt war. Der Dachboden selbst war weitläufig und dutzende Kisten waren dort abgestellt. Allesamt waren zwar verriegelt, jedoch nicht beschriftet. Wir machten uns also an die Arbeit und öffneten Kiste um Kiste, was uns anfangs eher ernüchternde Ergebnisse bescherte. Noch mehr Bücher? Fragte Gregor ungläubig. Warum hatte er so viele Bücher und warum sind die hier oben? Aber bei näherer Betrachtung sah ich, wie alt die Bücher waren. Einige davon noch in altdeutscher Schrift, weswegen ich Gregor antwortete, vermutlich weil sie veraltet sind. Manche der Schinken sind älter, als er selbst gewesen ist. Ich denke, viel von dem, was da drin steht, wurde heute schon mehrfach widerlegt. Allerdings könnten sie einen gewissen Sammlerwert haben. Für Gregor machte das die Bücher nicht interessanter. Noch ehe ich ausgeredet hatte, hatte er schon die nächste Kiste beim Wickel. Ein helles Klirren weckte auch meine Aufmerksamkeit, als er die Kiste hervorzog und ich schaute interessiert zu, wie er sie öffnete.
Sofort machte sich Ekel auf seinem Gesicht breit und er zog ein Glas heraus, in dem ein Embryo in Formaldehyd schwamm. »Das ist so widerlich, dass es schon wieder cool ist«, sprach er, hielt das Glas gegen das Licht und drehte es hin und her, bis er ein kleines Etikett entdeckte, auf dem das Datum vermerkt war. »1939. Hat sich gut gehalten, der Kleine«, merkte Gregor an, woraufhin ich nur angewidert reinschaute. Allerdings mehr wegen seines morbiden Humors als wegen des Präparates. Wir sahen uns noch weitere der Präparate an, die in der Kiste waren. Überwiegend Organe. Doch schon bald hatte ich genug davon gesehen. »Stell den Scheiß wieder weg, das reicht mir. Lass uns lieber in die anderen Kisten schauen«, sagte ich und machte die Kiste zu, um ihm erst gar keine Wahl zu lassen. Die folgenden Kisten waren vollgestopft mit Akten, Krankheitsbilder und Verläufe. Nicht wenige davon aus der NS-Zeit. Jedoch waren sie sauber. Es waren keine der Experimente à la Mengele und Co. Dennoch waren darunter Tests und Behandlungsmethoden verzeichnet, bei denen die moderne Medizin die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Eine weitere Herausforderung sahen wir uns gegenüber, als wir noch eine Truhe mit einem weiteren Schloss entdeckten. Sofort wurde uns klar, dass sich darin etwas Wichtiges befinden musste, so wie sie versiegelt war. Aber einfach aufschrauben, wie bei dem Treppenaufgang zum Dachboden, war nicht möglich. Ein Schlüssel war weit und breit nicht zu sehen und die Suche danach blieb erfolglos. Doch gerade als wir vorerst aufgeben und später mit schwerem Gerät anrücken wollten, nahm ich einen hohlen Klang unter einer der ächzenden Dielen wahr, über die Gregor lief. Ich sah ihn an und ich wusste, dass er dasselbe dachte wie ich. Wir hoben die Diele an, unter der wir erst nichts als Dreck sahen, der über Jahrzehnte hinweg durch die Rillen gerieselt war. Dennoch zeichnete sich deutlich die Form eines Schlüssels darin ab. »Das muss er sein«, sagte ich, während Gregor schon aufgeregt danach griff und herüberging, um zu überprüfen, ob er passte, was erst nicht den Anschein machte. Doch nach einigem Hin- und Herdrehen schnappte das Schloss schließlich auf und wir hoben den Deckel an. Es waren ein Projektor, eine einzige, unbeschriftete 16mm Filmrolle und eine Tonbandaufnahme, die darin zum Vorschein kamen. Ich musste Gregor nicht fragen, ob wir das genau unter die Lupe nehmen wollen. Er war mindestens genauso neugierig darauf wie ich. Der Projektor war schön aufgebaut, doch wusste keiner so recht, wie man so einen Film einlegte. Nach dem Trial-and-Error-Prinzip versuchten wir es mehrere Male, bis wir es schließlich hinbekamen. Fehlte also nur noch eine Leinwand. Hierzu diente uns ein altes Bettlaken, das wir zwischen die Dachbalken spannten. Dann nahmen wir links und rechts vom Projektor Platz und starteten den Film. Anfangs war da nur ein weißes Bild, welches jedoch umblendete und wir nun eine Art Operationssaal sahen. Ein OP-Tisch, auf dem ein junger Mann aufgebahrt war, stand in seinem Zentrum. Dahinter standen zwei vermummte Männer. Der Ton war verzerrt, sodass wir kaum verstanden, was die beiden sprachen. Zusätzlich wurde alles vom Radtor des Projektors übertönt. Aber offensichtlich handelte es sich bei diesem Schwarz-Weiß-Film um die Aufnahme einer Autopsie. Denn der junge Mann lag dort regungslos und vollständig angezogen. Einer der beiden Männer nahm daraufhin eine Schere zur Hand und begann die Sachen des Toten aufzutrennen. Dabei verrutschte der Mundschutz von einem der Männer und ich erkannte das Gesicht meines Großvaters. Auch Gregor erkannte die Ähnlichkeit. »So, dein Großvater stand also auf junges Fleisch«, meinte er spöttisch, woraufhin ich ihm gegen die Schulter boxte. »Erzähl keinen Mist«, mahnte ich ihn. Nur wenige Augenblicke später waren die Sachen offen und der andere Mann, der inzwischen vor dem Tisch stand, hob den Körper an, sodass mein Großvater die Kleidung unter ihm hervorziehen konnte. Ein milchweißer Körper war zum Vorschein gekommen und wieder konnte Gregor sich einen Spruch nicht verkneifen. »Mann, selbst für einen Schwarz-Weiß-Film wirkt der Kleine blass«, sagte er, was ich nur mit einem abfälligen Blick honorierte. Er verleierte daraufhin nur seine Augen und ließ sich eine weitere Gehässigkeit nicht nehmen. »Seine Eier, schau dir seine Eier an«, rief er und mir platzte beinahe der Kragen. Ich stoppte den Film und blaffte ihn an. »Gregor, darf ich dich bitte um etwas Ernsthaftigkeit bitten? Das ist ein toter Mensch aus Fleisch und Blut, der da liegt, und keine billige Requisite aus einem Trash-Horror.« Er murrte, nickte dann aber und ich ließ den Film weiterlaufen. Die Kamera fuhr nun näher an den Körper heran, doch war keine Verletzung oder ähnliches zu sehen, was über die Todesursache des Jungen Aufschluss geben konnte.
Jedoch sah ich die erste dieser Nachrichten, die für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen war. Ich glaubte, das Wort Hilfe lesen zu können. Doch verschwand es zu schnell, um genaueres zu sagen. Ich blickte daraufhin zu Gregor herüber, doch schien er es nicht bemerkt zu haben. Mein Großvater griff indessen zu einem Skalpell und setzte jeweils von der linken und der rechten Schulter einen Schnitt zum Brustbein. Von dem Punkt, an dem sich diese beiden Schnitte trafen, setzte er nochmals an und machte einen dritten Schnitt nach unten. Als er nun die entstandenen Lappen aufklappte, sah ich erneut eine Nachricht. Kratzig, wie mit Fingernägeln in den Film hineingeritzt. Ich war beinahe erleichtert, als Gregor fragte, ob ich es auch gesehen hätte. Wie die erste, war auch die zweite Nachricht schnell wieder verschwunden. Wir hielten den Film an und ließen ihn langsam zurücklaufen, Bild für Bild. Bis wir es sahen. Deutlich lasen wir nun das Wort gefangen. Der Film lief weiter und die beiden Männer trennten die Rippen vom Brustbein, um diese dann aufzuspreizen. Und wir sahen einen Schatten. Länger als die Nachrichten, aber nur unmerklich. Er stand zwischen den beiden Männern und schien interessiert auf den offenen Körper hinabzuschauen. Dann hob er den Kopf, so als würde er in die Kamera schauen. Von den beiden Männern blieb er aber scheinbar unbemerkt. Schließlich begann das Bild immer mehr zu wackeln und die Gestalt näherte sich immer weiter der Kamera, bis sie verschwand und wieder nur ein weißes Bild zu sehen war. Gregor war gerade aufgestanden und wollte den Projektor abschalten, da erschien plötzlich eine verzerrte Fratze auf der Leinwand und ein gellender Schrei erklang, während zwei knorrige Hände augenscheinlich versuchten, sich aus der Leinwand freizukratzen. Ich sprang erschrocken auf und stolperte rückwärts über die Kiste, auf der ich bis dahin gesessen hatte, während Gregor wie angewurzelt dastand und auf die nun schwarz gewordene Leinwand starrte. Gleichzeitig begann es zu qualmen und die Filmrolle neben ihnen ging in Flammen auf. Mit Mühe und Not schaffte ich es, das Bettlaken herunterzureißen und die Flammen zu ersticken. Gregor jedoch rührte sich kein Millimeter. »Gregor?« sprach ich ihn vorsichtig an, doch er stammelte nur leise etwas vor sich hin und verstummte dann wieder. Er war kreidebleich geworden und seine Gesichtszüge hatten einen Ausdruck puren Entsetzens angenommen, der wie eingemeißelt wirkte. Ich musste ihn beim Arm nehmen und nach unten führen, da er allein sonst nicht von der Stelle gekommen wäre. Ich fuhr ihn nach Hause und in den darauffolgenden Tagen konnte man beinahe zusehen, wie seine Haare zunehmend weiß wurden. Ich lehnte es im Nachhinein ab, die Rede für meinen Großvater zu halten. Ich ging nicht einmal zu seiner Beerdigung. Stattdessen wühlte ich mich durch seine Akten, um genaueres in Erfahrung zu bringen, woran mein Großvater so geforscht hatte. Dabei stieß ich auf eine Akte, in der ein Film erwähnt wird. Der Film, den Gregor und ich gesehen hatten. Auch mein Großvater hatte damals gesehen, was Gregor und ich sahen. Es war für ihn die Stunde Null, in der er begann, sich mit der menschlichen Seele auseinanderzusetzen und haarsträubende Theorien aufstellte, die er in seinen Büchern veröffentlichte und für die er hinter vorgehaltener Hand belächelt wurde. Was er jedoch nicht veröffentlicht hatte, waren seine Theorien, wie man eine Seele einfängt. Er war überzeugt davon, dass dies mit einem Film möglich war. Und es gibt weitere Filme. Wo diese jedoch versteckt sind, ist unklar. Heute besuche ich Gregor in der Heilanstalt, in der er nun lebt. Ich habe mir eine 16mm Kamera besorgt.